Hi Leute und willkommen zurück zu Total War Three Kingdoms. Wir haben uns irgendwie verfeindet mit ihm. Ich habe keine Ahnung, wie wir es geschafft haben. Auf jeden Fall haben wir dadurch mit dem Bündnis mit ihm, mit den Key, genau, die Wei ganz schön zurückschlagen können, aber richtig hart. Wir haben hier schön was rausnehmen können. Wir konnten hier oben endlich mal weiterkommen. Und wir haben hier unten einiges weggerissen. Wir sind dabei, noch weiterzumachen. Das wird nämlich noch passieren. Ich hoffe, ich kriege den dann auch gejagt. Ansonsten kann ich die beiden da auch nochmal irgendwann schnappen. Dann werden die auch weg. Gut, und wir müssen irgendwie versuchen, das da zu erobern. Das wird mit allen Armeen zusammen vielleicht funktionieren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Armeen. Zur Not kann ich die beiden da auch noch nehmen und nach unten schicken. Das werde ich wahrscheinlich sogar tun, nur um die wirklich hier zu vernichten. Und dann müssen wir das hier oben noch machen. Wir sind dabei, hier noch ein bisschen reinzugehen. Und ja, von ihmchen hier. Der soll mich auch von hier rein da. Genau. Schnappt er sich nämlich hier unten das alles. Und die beiden müssen mal gucken, was sie machen. Mit Hilfe von dem vielleicht noch irgendwie was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen die das erstmal zurückholen. In der Hoffnung, den da auch nochmal zu vernichten. Ich hoffe, das wird was. Ja, wenn nicht. Puh, weiß ich bald nicht mehr, was wir tun können. Weil, ja, er ist dann doch schon im Verhältnis ziemlich stark, muss ich sagen. Also, da, wieder eine Armee vernichtet. Der vernichtet einfach unseren Verbündeten. Ohne großen Widerstand, sag ich jetzt mal. Was nicht gerade so gut ist für uns. Aber er lenkt immerhin nochmal ab. Das ist schon mal nice für uns. Und ich sehe schon wieder so ein Heini hier unten. Warum auch immer der da jetzt schon wieder aufgetaucht ist. Naja, egal. Soll er ruhig irgendein scheiß Dorf kriegen. Das schnappen wir uns dann sowieso. Die können ja eigentlich nicht viel. Entscheidender Sieg. Er greift uns an. Okay. Achso. Ah, Key greift endlich mal an. Ja gut. Dann nimm halt das Dorf. Stimmt, wir haben unseren nur dazugestellt. So. So, wir haben ihn jetzt unterstützt bei dem Kampf. Theoretisch müsste uns das doch wenigstens ein bisschen wieder ins Positive gerückt haben, oder? Oder? Kannst du nicht einfach da so lassen. Der hat sich verzogen. Okay. Ist er da? Der will sich das Ding holen, der Arsch. Naja, gut, dann holen wir uns das Dorf auch wieder. Ist ein bisschen blöd, dass wir den hier jetzt jagen müssen. Wir werden dieser Siedlung Gerechtigkeit bringen. So. Genau. Und er ist jetzt dahin auf dem Weg. Aha. Ich müsste eigentlich genau mit denen jetzt entgegengehen und mit dem da auch. Aber. Verkündet meine Ankunft. Ich gehe mit denen drauf. Das soll ich angreifen. Die bleiben immer noch vor dem Ring stehen. Warum auch immer, aber. Naja. Jeder Sieg verleiht dem Reich Sieg. Und bis auf Abstand bleiben. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder nicht. Jedenfalls will das Spiel das so. So, und wieder ein Land weniger. Das hier hat echt nichts mehr zu sagen, dieses Ding. Die werden auf jeden Fall hier auch noch mit rübergehen. Die kann ich ja eigentlich. Bleibt resolut. Damit zustellen. Massieren. Genau, und dann müssen die eigentlich auch mithelfen, weil der andere konnte das auch von hier darüber helfen. Und ich glaube, da werde ich auch als erstes drauf gehen. Unser Weg ist geebnet. Vermeidet Umweg. Ja, durch die Wälder ist schon ein bisschen kacke, sich zu bewegen. Wir gehen als Einheit. Aber okay. So, für dann du. Angriff. Knapper Sieg. Das reicht mir. Belagern. So, du kannst ihm eigentlich mal helfen. Ich rede mit meinen Berater. Dann wird der Kampf noch ein bisschen einfacher. Du gehst mal dahin. Ich will ihm jetzt so langsam hier seine Einheiten wegnehmen. Die werden auf jeden Fall das Ding da zerstören.
dann kommen die beiden mit hier rüber. Mit den Vieren sollte ich eigentlich gut was reißen können. Ah, guck mal, weil wir ihnen jetzt geholfen haben, mag er uns wieder. Hier oben haben wir unsere Einheit dazu gestellt und ja, seitdem mag er uns. Wir haben ihn auch ein bisschen unter dem anderen Kram unterstützt. Bleibt standhaft. So, möchte ich das jetzt angreifen? Eigentlich schon, ne? Bleibt wachsam. Knapper Sieg. Für Gerechtigkeit. Okay, knapper Sieg. Das heißt, wir werden dich aber auch nochmal dich daran schicken. Nein. Das war zu nah. So, ihr beide. Geht mal dahin. Darfst du angreifen? Entscheidender Sieg, ja dann. Hau drauf. Jeder Sieg verleiht dem Reich Sicherheit. Yep, da hat er recht. Hat sie recht. Sorry. Unter Sorry. Meiner Herrschaft wird sie aufblühen. So, dann kannst du nochmal. Zu den Waffen. Schön. Oh, nein. Sollst doch schon stehen bleiben. Gut, dann holt ihr euch das da. Oder die Stadt. Die Stadt wäre natürlich auch nice, ne? Einer kann dahin, der andere zur Stadt. Die gehen, holen sich. Abholt, die holen sich. Ah ne, die haben gerade jetzt angefangen zu belagern. Du wolltest auch noch weiter. Endlich geht's mal wieder so voran, wie es eigentlich sein sollte. Auch wenn wir immer noch keine Kandidaten kriegen. Was ziemlich mies ist, muss ich sagen. Das ist richtig mies. Antreten. Aha. Passt euch an. Stimmt, die haben uns ja sicher uns angeschlossen. Das ist natürlich nice. Im Namen von China. Nein, du bleibst erstmal noch hier, bevor du ins Feindgebiet läufst. Wobei, du kannst dahin. Du bist schon mal über die Brücke rüber. Zur Eroberung. Was ist das für ein Plus jetzt hier? Hä? Ist das ein Anzeigefehler? Dieses riesige Plus? Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. So, geh jetzt weg. Für die Ordnung. Ja, okay. War ein Anzeigefehler. Wahrscheinlich einfach nur für das System, damit er weiß, welche Position er steht. So, und du lauerst da immer noch. Warum auch immer. Aber okay. Du. Moment, du kannst. Achso, du hast eingenommen. Ich kehre zurück. Wie ging es dem Volk? Ah, ne, wir gehen lieber dahin. Bisschen Sicherheit nicht, dass der One-on-One wieder macht und wir haben verloren. Ah, gut. Er mag uns also wieder. Wir müssen ihn einfach nur unterstützen bei seinem Kampf. Ich weiß nicht, wie reich bist du denn noch hier? So, mal gucken. Wir hören zu. Immer noch ausgeglichen, wow. Aber er ist arm. Er ist arm, das ist gut. Im Verhältnis zu uns ist er arm. Okay, wir sind auch relativ reich. Und Nahrung hat er mehr als genug. Okay. Im Verhältnis zu uns ist er arm. Ja. Kann helfen. Muss aber nicht. So. Schön die ganzen grünen Fähigkeiten hier freischalten. Du auch noch? Ja, so muss das. Der auch nochmal. Oh, so schön vorbereitet hier alles. Dass wir die alle freischalten können. Ja, der leider nicht. Aber war schon ein ganzer Batzen, den wir jetzt hier dazu gekriegt haben. So. So, so. Oh. Haha. Du, was willst du denn noch machen? Bedenkt alles. Gehst erstmal da hoch. Zu ihm dazu. Können wir den da vielleicht mit zwei angreifen? Ah, der wird da hochgehen, ne? Und wir angreifen oder so. Ich weiß es nicht. Willst du angreifen? Nee, schade. Schade, schade. Okay. Die werde ich definitiv hier mit rüberholen. Und das angreifen. Der da ist mir erstmal geil, die machen den auf dem Rückweg mit einer Armee so, zack. Und der Rest wird dann hier hochlaufen. Wenn ich das erstmal habe. Ich muss es aber erstmal kriegen. Solange wird alles da runtergehen. So, dann haben wir euch beide, euch und dich.
Ja, doch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe das Gefühl, hier hat er gar nicht mehr so viel. Ich kann mich natürlich auch irren. Und dass hier jetzt noch einen größten Teil seiner Armeen stecken. Je mehr wir ihn wegnehmen, desto ärmer wird er. Das sieht mir mittlerweile echt gut aus. Gut, machen wir weiter. Okay, da wir ein Militärbündnis haben, mussten wir natürlich auch militärisch mit ihnen zusammenkämpfen. Das macht Sinn. Oh shit. Rückzug. Oh shit. Eigentlich wollte ich ihn angreifen, nicht er mich. Mann. Okay. Er hat eins von ihm wieder erobert. Ah, ist auch keine Gegenwehr, ne? Der Typ. Ja, geht nicht anders. Was du einnimmst, holen wir uns eh wieder zurück, aber... Boah. Lass mich in Ruhe, du Sack. Wo ist das denn? Ach, das ist da oben gewesen, ne? Kann das sein? Hm, er schippert da noch rum. Kann er bitte aufhören? Ich möchte ihn doch einfach nur vernichten. Kann er das nicht einfach mal zulassen? So, er hat das hier wieder eingenommen. Er geht echt immer hier hin. Er liebt dieses Land. Er liebt es wirklich. Es gibt nichts Wertvolleres für ihn, glaube ich. Oh, ja, ja, ja. Ist okay. So. Schlagt sie schnell! Entscheidender Sieg, nehmen wir. Scharfsinn entgeht dem härtesten Schlag. Das stimmt. Das genügt unseren Ansprüchen. So. Ich weiß noch nicht, was er damit will. Das ist nur ein Dorf, das ist ja nicht mal eine Stadt. Naja, aber das, das ist eine Stadt und das. Folgt eurem Herz. Ladet sie nieder. Oh shit. Okay. Wir haben nichts gesagt. So, ihr. Haltet beim Spannen eines Heimat erfreut das Herz. Immer vorwärts. Dient dem Volk. So, ihr bleibt da. Könnt euch den da krallen. Wenn das denn klappt. So, du. Freut euch, euer Herr ist zurückgekehrt. Gehst dahin. Bringt die Menge zur Einheit zusammen. Und du gehst dahin. Unser Weg ist geebnet. Auf den Wegen sind sie definitiv weiter oder besser dran. Die Vereinigung erfordert Disziplin. Aha, die helfen mir wirklich. Mit Ehre. Entscheidender Sieg. Jawohl. Mit dem Himmel. Ich werde hat sich echt zurückgezogen da. Hm. Dann gehst du mal darauf. Immer vorwärts. Gar nicht so geil, das ist ja noch einer. Ihr beide müsst bald rüberkommen. Aber ich habe ja hier auch noch was. In den Krieg! Entscheidender Sieg, jawohl. Stellt euch den Sieg ich finde diese Festung sieht cool aus. Mit den Bergen im Hintergrund haben die eigentlich einen geilen Schutz, wenn sie hier vorne einen Wall aufbauen und sowas. Für unsere Mühe. Muss schon cool sein. So. Eine Richtung. Städte wieder aufbauen. Egal, was er da hat. Ja, sieht in Ordnung aus. Möge Weisheit fließen. Marschieren. Haltet durch. Komm ich da hin? Vorwärts. Bedingt. Aber besser zurückziehen, als dass ich hier vernichtet werde. Was ist mit dir hier eigentlich? Ich würde am liebsten ihn angreifen und platt machen, aber ich werde wahrscheinlich nicht dürfen. Jeder Schritt soll ein Weiser sein. Kannst du ihn dahin? Jetzt zu. Zwei Runden, um ihn zu vernichten. Du musst dahin, definitiv. Ihr
Mach das da fertig. Der da wird mich angreifen. Gehe ich von aus. So, ihr seid auf dem Weg. Du musst dich noch heilen und wirst ihn wahrscheinlich nicht angreifen. Genau, dich haben wir. Dann seid ihr jetzt noch dran. Die Stadt, oder? Nehmen wir erstmal das hier. Brecht ihren Willen. Entscheidender Sieg, jawohl, wieder eine Stadt weniger. Mit Zeit der er was anfangen kann. Lasst den Wein fließen. Seine Einheiten werden im Verhältnis zu seinen Einnahmen. Sie gehört rechtmäßig uns. Alle müssen sich vereinen. Das Schicksal Chinas erwartet. Du von da und du von da. Schlagt als Einheit zu. Ist auch von da an. Hallo? Marschiert als Einheit, um eine zu sein. Nein. Marsch! Nur immer vorwärts. So. Du bist jetzt auch umzingelt. Von dem beiden, von dem. Du bleibst erstmal da. Die sind noch verbündet, gut drauf. Ja. Ja, der ist überflüssig. Gut, was haben wir denn hier? Nur noch eine Armee. Die möchte doch auch mal mit angreifen, habe ich gehört. Geht nicht nach. 4 Armeen für dieses Ding, ey. Hammer. So, du hast das auch. Sehr, sehr gut. Ich hätte nie gedacht, dass der hier ein guter Verbündeter sein könnte. Weil er immer der Untergebene von ihm war. Bis er sich aufgelehnt hat und dann unser Verbündeter wurde und jetzt ihn so gut ablenkt, dass er gar nicht mehr zu irgendwas kommt. Wir kriegen alles eingenommen. Das wird scheinbar richtig teuer für ihn. Details. Hier nochmal. So. Oh, Moment. Hier. Oh, Moment. Hier. So. Oh, das Schwert sieht geil aus, oder? Mit dem Rot hier und dem Zeichen da drauf. Hammer. Das Frost sieht auch cool aus. Ich finde das irgendwie doof mit diesen Nupsis von den Haaren. Da hätten die Mähne ruhig ganz rausgucken können. Finde ich schöner. Naja. Ich will nicht aussuchen. Wenn ich es könnte, würde ich es ändern. So. Das da. Und wir haben dich noch. So. Haben wir denn jetzt nochmal... Nein, keinen neuen. Keinen neuen. Ich weiß noch nicht, ob 54 jetzt wirklich das Richtung Maximum geht und wir später mehr kriegen, wenn die wieder alle sterben. Keine Ahnung. Das, damit man nicht ganz so riesige Armeen macht. Das ist halt ein bisschen dämlich so, ne? Naja, gut. Wir haben hier auf jeden Fall eine ganze Menge Armeen runtergeschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Armeen. 8 gigantische Armeen. So, du wirst wahrscheinlich ihn angreifen. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Aber naja. Das Ding ist auf jeden Fall auch unsere Stadt. Ihr beide hoffentlich kommt daran. Ich meine, du könntest, aber du sollst nicht. Machen wir nächste Runde. Definitiv nächste Runde. Wir speichern mal nicht, dass uns das Spiel abstützt. Speichern. Und dann weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mich nicht mag, das Spiel. Aber wenn wir das Spiel durch haben, bin ich echt froh, weil sind schon ein paar Sachen, die da einfach... Er greift uns an. Wieso jetzt knappe Niederlage? Er hat keinen Schattenbogen. Ach, die können ihm nicht helfen, wenn er... Aha. Sieht euch für einen erneuten Kampf zurück. Das ist nur für die Belagerung? Wenn die auf der anderen Flussseite sind? Okay. Das ist ja doof. Das ist echt doof. Oha. Gefecht große Armeen. Wir sind trotzdem schwächer als die beiden. Ach, komm schon. Das ist doch... Verarschung. Pyrrhus-Sieg, nehme ich.
Jawohl, beide weg. Ich weiß nicht, was sich jetzt geändert hat. Wir haben eben nicht beide gekämpft? Oder haben wir jetzt einen Vorteil, weil wir auf unserer Hälfte sind? Exekutieren natürlich. Wir sollten für ihre Gefangennahme keine Ressourcen verschwenden. Oha, oha, oha. Die sind echt angeschwächt. Unfair? Das ist richtig unfair gewesen. Wo hat er die Armee denn jetzt schon wieder her? Boah, ist das dumm. Ja, Rückzug. Eine Armee? Achso, ist Nachtkampf. Ach komm. Wir müssen zurückfallen. Nachtkämpfe sind unfair. Ja, pf, verloren. Danke. Ach, komm schon. Das ist richtig unfair. Er kann nur mit einer Armee gegen eine kämpfen und gewinnt natürlich auch immer. Und, ja, ich kann, krieg keine Unterstützung. Weil er immer Nachtkämpfe hat, die ich nicht habe. Ich habe das einfach nicht. Ich verstehe es halt nicht. Los, Ki, mach doch auch mal was. Irgendwas Cooles, das den Gegner ein bisschen in die Mangel nimmt. Jetzt haben wir wieder zwei Armeen verloren, ey. Das ist echt räudig. Und wieder keinen, ey. Das kotzt mich am meisten an. Ja, ja. Hab das jetzt, meine Güte. So. Wo bin ich jetzt überhaupt? Das ist... Aha, da. Hier war eine Armee, das weiß ich noch. Das war sein Liebling. Du gehst da drauf. Es kann nicht sein, dass seine Armeen immer stärker sind als meine. Hä? Mit dem Himmel! Den sollten wir jetzt aber besiegen können, oder? Jawoll. Er kann komischerweise nicht abhauen. Warum auch immer. Alle Pläne werden nicht aber gut. Umgesetzt. Das war jetzt meine Rache. Danke, dass das funktioniert hat. So. Für China. Retter auf dem Schlachtfeld. Euer General weigert sich, Sieg zu feiern. Hm. So. Bringt die Menge zur Einheit zusammen. Entscheidender Sieg, jawohl. Schlagt als Einheit zu! Er kann auch nur mit Nachtkämpfen gewinnen, ey, Sack. So. Du warst schon gut. Ich will mehr Kandidaten haben. Das ist einfach nur komisch, dass ich keine kriege. Er ist noch verbündet, das ist gut. Ach so. Nee, was ist das? Hm. Ich hab mich gerade verguckt. So, du. Ruf die Händler. Ich möchte ihre Waren betrachten. Aha. Ja gut, nehmen wir dich mal mit. Für die Erfahrung. Stellt euch den Sieg vor. Und er ist euer. Wir haben verloren 19 Leute, das ist ja noch angenehm. Vereint zum Ziel. So, auch ein entscheidender Sieg. Perfekt. An die Waffen! So. So, so, so. Zwei weitere. Du musst das da einnehmen. Du nimmst das da hoffentlich ein. Ist nicht bewacht. Das ist gut. Ich kann leider nur keine Armeen ausheben. Oder? Ja, doch ein bisschen. Stimmt, die haben wir dazu gekriegt. Ja. Kannst ja schon mal dahin laufen. Aber, dann kann ich auch erstmal noch... Oh, Moment, du hast gute Ausrüstung. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Das ist natürlich noch besser. Küstenbogen.
So. Du hast doch auch hier irgendwo ein paar Armeen. Kannst du mit denen nicht irgendwas machen? Truppen! Unter einer Flagge. Nur immer vorwärts. Anker werfen. So. Unter einer Flagge. So. Oh, erst nächste Runde. Ernsthaft? Das Gesetz muss regieren. Das Ziel steht fest. Für den Sieg. Bleib wachsam. Ach, sie darf auch nicht mehr dahin. Oh, die können sich auch echt nicht bewegen, die Leute. Zurückhalten. Wir tun euch mal hier zusammen. Und weiter. Wobei, nee. Ihr geht weiter. So, und du kannst ihn unterstützen. Entschlossen. Bleibt ruhig. Ah, ist ja so viel Armin, hat nervt mich. Mit seinen blöden Nachkämpfen gewinnt er immer. Der Jahreszeitenwechsel bringt neuen Handel. Ah. Lehnt Korruption ab und übersteht das Elend. So, du. Du. Ich weiß gar nicht immer über dieselben Sachen auf, aber die sind nun mal scheiße im Spiel. Kann man nicht anders sagen. Hä? Achso. Den noch ein bisschen ausrüsten hier. Und das hier. Und du nochmal. Oh Mann. Dass die alle. Ups. Nicht ausgerüstet sind. Verwundert mich ein wenig. Noch eins. Perfekt. So. Die einzelnen Flecken. Das ist nur Stufe 7. Wow. Kreist er langsam seine Gebäude ab? Dass er mit der Bevölkerung runtergeht? Kann das sein? So. Das haben wir. Du bist auf dem Weg, du bist auf dem Weg. Hier haben wir halt ein kleines Problem, weil wir hier keine Einheiten so richtig haben, außer einer Armee, aber der hatte auch irgendwie eine Armee. Ich kann auch mal rüber gucken. Nee, da komme ich nicht gegen an. Glaube ich nicht. So, deswegen bleiben wir erstmal in unserem Gebiet. Bevor wir den angreifen. Ich wollte eigentlich, dass wir unter dem Wasser fertig haben, ne? Aber jetzt greife ich eher von oben an. Okay. Sagen wir, es funktioniert. Wir beenden hier den Part und ja. Wir kommen ja vorwärts, sag ich mal, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Uns gehen halt nur langsam allmählich die Truppen aus, aber hey. Wie sieht denn so die Stärke aus? Von den Armeen. Ich war jetzt immer noch ebenbürtig. Wow. Krass. Na gut, versuchen wir beim nächsten Mal weiter zu dezimieren. Bis dahin dann. Ciao.